Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen Marmorkuchen mit Knoppers. Für den Teig verrühren wir Zucker, Vanillezucker, Margarine und Eier. Jetzt rührt ihr Mehl und Backpulver unter. Damit haben wir den Grundteig soweit fertig angerührt. Jetzt nehmt ihr euch eine Springform mit Rohrbodeneinsatz. Die fettet ihr mit Margarine schön ein. Jetzt gebt ihr ungefähr 5 Esslöffel von dem Teig in die Form. Dann stellt ihr die Form erstmal beiseite. Unter den restlichen Teig rühren wir jetzt Nuss-Nougat-Creme und Raspelschokolade. Das stellt ihr jetzt erstmal kurz beiseite. Als nächstes brauchen wir jetzt Milch-Haselnuss-Schnitten und die schneiden wir uns jetzt in kleine Würfel. Und die Würfel gebt ihr jetzt einfach zu dem Schokoteig hinzu. Dann hebt ihr die Milch-Haselnuss-Schnitten mit einem Löffel kurz unter. Dann nehmt ihr wieder eure Springform und gebt den Schokoteig auf den hellen Teig drauf. Dann backt ihr den Kuchen bei 180 Grad ungefähr 50 Minuten. Und so könnte der Kuchen nach dem Backen dann aussehen. Ich habe euch jetzt schon mal ein Stück rausgeschnitten, damit ihr den Kuchen auch mal von innen seht. Und damit haben wir dann den Marmorkuchen mit Knoppers fertig. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!